Guten Morgen, mein Name ist Christine und ich habe vor, nach einem uralten Rezept für euch heute eine Apfeltorte zu backen. 15 Decker Butter werden mit 20 Decker Kristallzucker, einer Prise Salz und einem Päckchen Vanillezucker vermischt. Jetzt wird alles flaumig gerührt, bevor ein ganzes Ei dazu kommt. Wenn ich das jetzt nämlich gleich auf der höchsten Stufe mache, gerinnt das und ich bringe es nimmer mehr zusammen, die Masse. Das heißt, ich muss einmal in der Mitte schauen, dass das zusammenkommt, das Ei mit einem Teil der Masse. Und wenn das sich verträgt, also nicht mehr gerinnt, dann kann ich auf volle Stufe gehen. Die Masse wird eine Minute langsam und danach 5 Minuten auf schneller Stufe durchgemixt. Jetzt kann man sehen, das ist eine Einheit, das ist eine gebundene Masse. Wenn das Ei und die Butter eine Einheit bilden, also eine gebundene Masse sind, kommt das zweite Ei dazu. Dann geht das Spiel von neuem los. Eine Minute langsam rühren, danach 5 Minuten auf schneller Stufe. Das Backrohr auf Ober-Unterhitze und zu ca. 175-180 Grad vorheizen. Also das ist meine Waage. Ja, sowas gibt es gar nicht mehr. Das muss ich hüten wie meinen Augen. 15 Decker glattes Mehl werden mit einem halben Päckchen Backpulver vermischt. Ich mische jetzt das Mehl unter, aber auf kleiner Stufe. Weil wenn man das auf höchster Stufe macht, dann haben wir einen Mehlnebel über uns. Portionsweise wird das Mehl jetzt langsam in die Masse gerührt. So, meine Herrschaften, jetzt haben wir's. Ich fette nur den Boden, weil wenn man den Rand fettet, egal jetzt ob man bröselt oder mehlt, kann die Tortenmasse sich nicht anhalten. Da rutscht sie weg. Und dann hast du eine Torte, die sich ein bisschen wegbiegt. Es gibt ja Backformen, die einen größeren Boden haben. Ja? Wenn man die herkömmlichen hat, ist es sehr gescheit, wenn man unter die Form im Rohr ein Papier legt, weil die sind nicht wirklich dicht. Und ich will nicht mein Backrohr immer putzen. Die Masse in eine Tortenform füllen und glatt streichen. Aber wir haben früher immer die Schalen dann trocknen lassen und die Kinder haben im Winter einen Tee draus bekommen. Apfelschalentee. Jetzt werden 4 bis 6 Äpfel, je nach Größe, geschält, geviertelt, mit Zitronensaft beträufelt und danach in Fächerform eingeschnitten. Apfelstücke jetzt vorsichtig in die Tortenmasse drücken. Zimt gibt der Torte eine herbstliche Note. Ab in den Ofen bei 175 Grad Ober-Unterhitze für circa eine Stunde. Jetzt kommt Staubzucker auf die Torte, weil sie einfach hübscher aussieht. Und das ist jetzt meine geliebte Apfeltorte. Also auch von meinen Freunden geliebte Apfeltorte. Und ich wünsche einen guten Appetit. Christine und ihre Apfeltorte sind fantastisch. Guten Appetit! Abonnier meinen Kanal für mehr Rezepte.